Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Kingdom Come Deliverance. Mit dem guten Heinrich ja in Rathai vor dem Rathaus. Und heute wollen wir mit dem Meister Ratzig sprechen und ihm mal die jüngsten Erkenntnisse mitteilen. Ich habe in der Pause unser Zeug repariert und habe mir auch neue Klamotten gekauft. Zwei Stück, die würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar einmal hier diese edle Google. Oder Google. Google, genau. Die Google. Und neue schöne Hosen haben wir uns gegönnt. Und ihr seht, sieht er aus wie Till Eulenspiegel. Naja, so, fast so ähnlich, bis auf die Schuhe. Aber wir haben einen deutlich erhöhten Charisma-Wert. Also ein ganz hübscher Heinrich jetzt. Sehr schön, sehr schön. Das freut uns. So, jetzt kommen wir zum alten Ratzig. Auf geht's. Komm her, Schlacht Rosienda. Mein getreues Pferd. Alle hepp. Genau, und wir hatten in der letzten Folge ja auch erfolgreich die Nachtigallen-Quest absolviert. Ne? Es hat sehr lange gedauert. Zwischenzeitlich war es, ja, unlösbar. Ne? Ich habe schon gedacht, das Ding ist tot. Diese Quest, wir werden es nie schaffen. Wir haben uns final festgebackt, aber die Entwickler haben uns hier nochmal eine zweite Chance gegeben. Und das finde ich persönlich sehr schön. Das freut uns. So, du wartest hier, gell? Okay, du kannst dich auch gerne gerade hinstellen, weil so ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen anstrengend, so schräg zu stehen, aber das machst du schon, liebe Rosienda. So, Meister Ratzig, was ist jetzt? Ah, die Funzel an hier. Hallo, grüß Gott. Bürgerin. So, wo ist der Ratzig? Nirgends, da. Nirgends ist er, super klasse. Der turnt wieder oben rum, oh Gott. Ratzig geht wieder spazieren. Achtung, weg hier, Dankeschön. Ja, was ist jetzt das? Wer schmeißt denn da einfach seinen Scheiß da auf den Boden? Hm? Hast du was gesehen? Sei ehrlich. Na gut. Warst bestimmt du, gell? Hm. Oder der Hans Capon war es. Nee, der war es bestimmt auch nicht. Ja. Ja, da wird sauber gespachtelt. Ja, schau an, da haben sie ja Servus. Aha, und der Pfeifer ist auch wieder da. Sei gegrüßt. Ja. Was brauchst du? Nix eigentlich, ich wollte dich bloß anquatschen, ne? Mach's gut. Ja, tschüss. Ja, schau an. Hey, Meister Ratzig. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Na super. Ah, okay. Welche Kontakte haben wir zur Kirche? Das ist die Frage. Wir haben den Rathaier Pfarrer, der würde uns nicht helfen. Wir haben den Skaleser Pfarrer, der würde uns auch nicht helfen. Oder nicht groß weiterhelfen. Wir haben den Bruder Nikodemus, dem haben wir geholfen mit der Seuche. Das könnte was sein. Wir haben den Pater Godwin in Uschitze, aber das ist am anderen Ende der Welt, in Anführungszeichen. Der wird uns nicht helfen. Wir haben im Rahmen der Ketzergeschichte einen Kontakt. Da haben wir diesem Inquisitor oder was das war, dem haben wir geholfen. Aber ich habe jetzt bloß aus dem Augenwinkel die Quests, die aufgepoppt sind, gesehen. Da stand jetzt im ersten Moment nichts dabei. Aber gut, ich meine, klar, ist es gut, im Wirtshaus mal nachzufragen. Ne? Wirtsleute kriegen ja so gut wie alles mit. Na okay, wir machen hier mal weiter. Aber wenn jemand im Kloster Verbrechen gegen die Krone verübt? Natürlich. Und wieso verhafte ich Sigismund von Luxemburg nicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin? Er ist auch ein Verbrecher. Gute Idee. Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist.
Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich glaube, ich weiß, wo ich mich umhören kann. Ich habe in der Sasauer Krankenstube ausgeholfen und da lag ein Mann namens Thomas. Zwielichtig wie eine schwarze Katze. Er könnte etwas wissen. Gut. Ich wüsste dich zwar lieber in bessere Gesellschaft, aber in der Not. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Okay. Ach Gott, ja, und das gute Wort für den Jeschek, ne? Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Ja, es war natürlich schon frech, gell, dass wir hier einfach Versprechungen, Zusagen machen. Ja gut, wir haben gesagt, wir legen ja Gottes gutes Wort ein, aber entscheiden können wir halt nichts, gell. Wir sind ja im Endeffekt, wer sind wir? Wir sind ein Flüchtling eigentlich aus Galitz, an dem der alte Ratzig Narren gefressen hat. Wie du befiehlst, Herr. Na dann. Danke und so, gell? Tschüss. So, kann ich da was mitnehmen vielleicht so? Nö, nicht, weil Hunger hätte ich auch. Na dann gehe ich halt wieder. Habe die Ehre, die Herren. Also, zurück nach Sasau. Naja. Schrecklich, würde die Leute einfach so ihren Scheiß hinwerfen. Okay, also, wir sollen einen gewöhnlichen Dorfjungen spielen. Ich fürchte, dafür sind wir etwas overdressed. Na, ein normaler, gewöhnlicher Dorfjunge, der rennt sicher nicht so rum mit Klamotten, die ein Schweinegeld kosten. Und der hat sicher auch nicht hier wunderbar alles an Ausrüstung. Da fürchte ich, da werden wir uns etwas umkleiden müssen, dass das funktioniert. Nur wie? Da würde ich sagen, wir ziehen mal unsere... Das ziehen wir auf jeden Fall aus. Das Ding ziehen wir auch aus. Halskette ziehen wir auch aus, weil so ein gemeiner Dorfjunge hat niemals eine Klunkerkette von 1000 Groschen mit dabei. Ach, sowas vielleicht. Ja, wobei, sowas hat ein Dorfjunge auch nicht, aber das hat vielleicht... Ne? So, die Zwielichtigen haben vielleicht sowas. Modisches Hemd, naja, weiß nicht. Kriegswams haben sie auch nicht. Pferd, hast du noch Klamotten dabei? Ja, natürlich, hier, schau mal. Du hast doch noch Klamotten dabei, sehr schön. Das Hemd von Herrin Stefanie. Das haben wir auch nie angehabt, ne? 18 Charisma, wow. Handschuhe. Ja, die habe ich natürlich auch nicht repariert, gell? Okay. Modische Schlappen, nö, schwarze Kugel. Hat das ein Dorfjunge? Weiß nicht. Schwierig, ne? Schon ein bisschen. Armschienen. Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. Wir ziehen die Klamotten mal an. So, wo haben wir es? Armschienen? Zack. Oder Jagdhandschuhe? Nehmen wir die Jagd. Ach, ich kann beides. Okay. Gut. Leise Treter. Enge rote Beinlinge. Nehmen wir die hier. Okay, weißt du was? Die fliegen wieder in die Satteltasche. Mundhaube setzen wir auch auf. Der Hut, der muss weg. Der Silberring muss auch weg. Wir haben keine Kohle. Wir sind ein kleiner, dummer Dorfbauer, der so sich ein bisschen was zusammengeklaut hat. So. Naja,
Ja, aber hier, da fehlt noch was, ne? Irgendwas braucht der. Das sieht komisch aus. Machen wir es so, dann sehen wir nicht ganz so nackig aus. Ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber okay. Wird schon, oder? Was meinst du, Rosenda? Mir gefällt die Bunthaube nicht hier. Aber so ganz ohne Kopfschutz will ich auch nicht sein. Ja, passt so. Ja, ja, komm. Sieht doof aus, aber ist mir egal jetzt. Erst Moment. Ist mir jetzt erstmal egal. Okay. Kurz geparkt hier. Dann schauen wir uns die Quests an. Unter Feinden. Also. Das mit den Pressern. Es gehen nur Gerüchte um. Genau. Ich habe noch nicht mit dem Vogt von Sasau gesprochen. Ja. Mit dem Wirt im Wirtshaus. Ja. Der Wirt des Gasthauses zum Fuhrmann. Er liegt vor den Toren Sasaus. Also das ist der Wirt, der bei dem auch Matthäus und Fritz waren. Und die Banditen heuern Männer an. Okay, ja, man könnte es probieren. Und den Thomas, oder wie er hieß, in der Krankenstube. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, an den Thomas. Boah, keine Ahnung. Okay. Bei der Gelegenheit, wenn man sowieso in die Richtung unterwegs ist, könnte man eigentlich auch mal wegs des Übersetzers schauen. Da würde ich sagen, das ist eine gute Idee. Wir machen eine kleine Schnellreise nach Ledeczko. Und von dort aus geht's dann weiter. So, sehr schön. Okay. In Richtung Fluss und dann flussaufwärts. Da führt jetzt keine Straße hin, gell? Das ist ja saublöd. Okay, wenn wir hier rüber, ja, Fluss überqueren und dann hier raufwärts, na dann. Also, nach Westen bitte. Wer des Rosienda Schlachtross, auf geht's. Haute hü, mein Freund. Wäre doch gelacht. Wir kommen. Na, aber das gibt echt zu denken. Diese Geschichte mit den Pressern. Mich überrascht, dass Matthäus und Fritz nichts mitbekommen haben. Weil die waren lange genug da im Wirtshaus. Und die Geschichte läuft ja schon länger mit den Münzern vermutlich. Nicht, dass wenn die jetzt nicht erst jetzt angefangen haben. Sondern das klang für mich jetzt schon eher nach, das ist eine Geschichte, die länger läuft. Und ich meine, die, ne, für den flotten Groschen machen die ja relativ viel, hatte ich so den Eindruck. Also unsere Jungs. Oh, wir haben das Holzfällerlager entdeckt, das ist aber schön. Toll, da wollte ich gar nicht hin. Bin ich mal wieder falsch abgebogen. Na gut. Macht nix, wir kommen schon klar. Geht's halt ein bisschen durch die Pampa hier. Jetzt aber langsam bei dem Gefälle. Da mal ganz vorsichtig bitte. Gell, nicht, dass sich unser Pferd wehtut. Wobei, das ist schon zu krass steil für ein Pferd eigentlich. Das kannst du nicht bringen. Nee. Nee, sorry, kannst du nicht bringen. Rosenda, ich lass dich hier. Gell, mach's gut. Da gehe ich zu Fuß. Das tue ich meinem Pferd nicht an. Das wäre total lebensmüde. Das ist selbst für einen Heinrich schon krass. Da geht's schon los. Ja. Hoffentlich kommt da irgendwo eine Brücke, weil sonst immer angeschissen. Heinrich kann nicht schwimmen, wie wir wissen. Das hat er nie gelernt. Jetzt sind wir doch bei dem Punkt, wie es sein kann, dass man nicht schwimmen kann. Naja, aber wenn man es nie gelernt hat, ne, dann erklärt sich das einfach. Dass man es nicht kann. So, ich hoffe, dass hier irgendwo mal eine flache Stelle kommt, aber es sieht nicht gut aus. Nee. Scheiße, jetzt wäre ich fast reingefallen.
Heinrich, mach keinen Scheiß. Nicht absaufen, bitte. So, ab durchs Gebüsch. Ups. Über die Steine, genau. Ah, hier ist Strand, oder? Ja. Ah, doch, hier ist eine flache Stelle. Oder? Sieht das nur so aus? Oh, ne, sieht nur so aus. Mist. Massaker. Es ist ganz schön tief hier. Naja. Ist zu weit. Mist. Okay. Vielleicht hier drüben. Ja, hier könnte es funktionieren. Wir probieren es einfach mal. Nee, es wird auch, ist zu tief. Es ist hier zu tief. Klappt nicht. Schade. Das ist echt ärgerlich. Ah, da hinten, okay. Gut. Ich hab doch gewusst, irgendwo muss es da eine Möglichkeit geben, den Fluss zu überqueren. Und das scheint genau die Stelle zu sein, wo wir hinwollen. So ein Zufall. Ach, hier ist auch ein schöner Weg, den man hätte nehmen können. Ah, von hier oben kommt es. Okay, von der Windmühle. Ja, von Samopesh wäre es wahrscheinlich auch gegangen, hier rüberwärts. Naja, hätte, wäre, wenn. Was soll's, wir sind da, das ist das Wichtige. Wir sind am Ziel. Oh, schau mal hier, die Strömung. Oh, schön. Mit kleinem Wasserfall hier. Oh, das ist doch ein super Bild hier, oder? Das ist doch ein Mega-Bild. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Genau. Sehr schön. Wir haben die Mühle entdeckt, werte Freunde. So, grüß Gott. Tagelöhner. Ich habe gehört, du kannst Ungarisch. Sprichst du es fließend? Yep, ich beherrsche es gut genug. Warum fragst du, Bruder? Wo hast du Ungarisch gelernt? An der Universität zu Wien. Habe da eifrig studiert, bis mir irgendwann die Börse ausgeblutet ist. So kehre ich nun in die Heimat zurück, nach Prag. Die Mutter aller Städte, Bruder. Ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Ach, dabei habe ich auf eine Einladung für ein Saufgelage und Kunde von meiner holden Dame gehofft. Sehr lustig. Damit kann ich leider nicht dienen. Aber mit ein paar Groschen für deine Mühen. Nihil boni sine labore. Was? Hier bei uns heißt es, ohne Fleiß kein Preis. Andererseits, hier haben sie mir leicht verdientes Geld versprochen. Und jetzt maloche ich mich kaputt. Sag mir also lieber erst, worum es geht. Jemand muss für mich einen Kuman befragen. Und da du eine flinke Zunge führst und noch dazu Ungarisch sprichst, sollte das für dich kein Problem sein. Allmächtiger, einen Kumanen? Aber was soll's? Der Betreiber der Sägemühle will mich Ende der Woche eh wieder fortschicken. Was bekomme ich denn dafür? Ja, umsonst macht das nicht. Na komm, das ist ehrliche Arbeit, dann soll er auch, also ich finde, dann soll er auch Geld dafür kriegen, ne? Wie viel möchtest du denn? Weiß nicht. Sag mir, wie viel du bietest. Pass auf, du kriegst... Zahl dir 35. Einverstanden? Das ist zu wenig. Ach Quatsch, Junge, super Angebot ist das, verstehst? Nix, das sind 35 aus die Maus. Fein. Das ist ein gerechter Handel. Und wo steckt dein hoffentlich redseliger Kumane? Kennst du zufällig die Budiner Mühle? Natürlich. Ich habe die Knechte dort ein paar Mal beim Würfeln abgehäutet. Na dann, wir treffen uns dort. Gut, dann treffen wir uns bei der Mühle. Ich hole nur noch ein paar Dinge und komme dann. Sehr gut. Sehr schön. Also, das ist erledigt. Wir haben den Übersetzer gefunden. Perfekt.
Sehr schön. Okay. Ich frage den gefangenen Commander. Achso, das wollen wir jetzt nicht. Sonst ist niemand hier, oder was? Arbeitet hier niemand? Gibt's hier keinen Müller? Hallo, doch hier, schau mal, Müller Simon. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wieso? Kam dir zu Ohren, dass jemand in der Gegend hartgesottene Männer anheuert? Oder etwas im Schilde führt? Nein. Komm, ich weiß doch, wie ihr Müller seid. Ich bin mit ein paar befreundet und die kennen jedes Gerücht. Dann frag doch die. Ich bezweifle, dass ihre Ohren bis hierher reichen. Dann hast du wohl Pech gehabt. Wir werden uns doch bestimmt irgendwie einig. Für Fremde habe ich nicht viel übrig. Was muss ich tun, um bei dir gut dazustehen, Meister Müller? Ich habe von deinen Müllers Freunden gehört, dass man sich auf dich verlassen kann und du kein Narr bist. Aha. Na dann. Ich bin Heinrich aus Skalitz und möchte ein bisschen was dazu verdienen, wenn du verstehst. Vermutlich hat Peschek dich geschickt. Und wenn er das hat, kannst du kein völliger Tölpel sein. Na gut. Der Schneider in Sasau hat wertvollen Brokatstoff bekommen. Kannst du ihn holen? Na klar. Kein Problem. Du wirst ihn bald in Händen halten. Gut. Er sollte in seinem Laden sein. Bring alles mit. Das wird bestimmt interessant. So, hast du jetzt von den Deppen gehört? Du weißt nicht zufällig etwas von Pressern in der Gegend? Leute, die harte Kerle anheuern? Kann sein. Aber dazu sage ich nichts. Wieso nicht? Es ist wichtig. Weil wir hier gerade zu tun haben. Komm schon. Es passiert nichts, wenn du es mir sagst. Kann sein. Gut, ich sag's dir, wenn wir fertig sind. Werde mich dann besser erinnern. Das ist ja wie beim Zähneziehen. Ich hoffe, du bist mit deinen Groschen großzügiger als mit deinen Worten. Naja, also gut. Möge Gott über dich wachen. Ja, bestimmt. So. Oh. Aha. Schwierig. Naja, okay. Passiert. Passiert. Also, jetzt müssen wir noch was klauen für den Kollegen. Damit wir das Vertrauen uns erschleichen können. So, jetzt in die Richtung gehen. Ja, schau mal hier, unser Übersetzer. Der ist aber noch nicht weit gekommen. Nee. Sasauer Kloster. Also beim Schneider einbrechen. Der hat natürlich eine Ladenwache, ist ja logisch. Dürfte also auch interessant sein, da irgendwie was auszuleihen. So, für immer auszuleihen, ne? Okay, das ist dann, ne, da müssen wir weiter. Wir müssen in die Stadt rein. Der Schneider ist, meine ich, auch am Marktplatz. Ja, wir dürfen natürlich auch nicht zu forsch sein, also zu offensichtlich uns dafür interessieren, weil ansonsten werden die misstrauisch, ne, und dann werden die uns natürlich nicht mehr anheuern, das ist ja auch logisch. Vielleicht fangen wir mit einem kleinen Diebstahl an. Ne, das wäre so eine Überlegung. So, wie viele Geräusche machen wir? 16, das ist okay. So, schon meinte das der Laden. Okay, hallo, natürlich, hier ist die Ladenwache. Servus. Na, wie geht's so? Gott segne dich. Ja. Was kann ich für dich tun? Du könntest mir sagen, wo dein toller Stoff ist, aber das wirst du nicht. Alles Gute. Okay, pass auf. Ich kaufe bei dir mal was, ne, um einfach wenig Verdacht zu erregen. So ein Schneiderset kaufe ich mal. Genau. Verkaufe ich was? Nee, ich glaube, ich verkaufe nichts. Hab ja nichts, bin ja eine arme Wurst, ne?
Weil ich so arm bin, muss ich leider ein bisschen handeln mit dir. Ist gut. Ja, ich kann mir leider nur 100 leisten oder 105 maximal, nee, 100. Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, schau mich an, ich habe ja keine Geld. 105. In Ordnung. Also, siehst du, geht doch, hat gar nicht wehgetan. So, vermutlich hat er das in der Truhe davon. Ja, verdammt. Da komme ich natürlich nicht hin. Okay. Oh, Idiot, falsche Taste. Mach mal die Tür hier zu, gell? Hier zieht's ja. Hält ja kein Mensch aus. Machen wir auch mal zu hier. Ja, schauen wir mal so. Vielleicht ist da oben was. Ja. Hier darf ich gar nicht sein. Das hat mir ja niemand gesagt. Kein Mensch hat mir das gesagt, dass ich hier nicht sein darf. So, was haben wir denn da Schönes? Sowas. Die war schon offen. Und, was ist drin? Nur Scheiße. Verdammt. Ja, das... Naja, nimmt man mal mit, gell? Okay. Sollen wir da noch kurz gucken? Oh, schwer. Schwer ist nicht gut. Okay. Hoffentlich ist da niemand. Da ist niemand, okay. Jetzt aber schnell. Bloß keinen Scheiß machen, Heinrich. Modischer Hut. Kann ich brauchen. Sonntagskleidung. Pff. Ey, das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht das, was wir suchen. Arsch auf Zeit, wer scheppert denn da schon wieder? Wo ist der Stoff? Wo ist der Stoff? Ach, da war nochmal ein modischer Hut. Schnell her damit. Wo ist der blöde Stoff? Wo hat er den hin? Den hat er bestimmt unten. Naja, wo auch die blöde Wache ist, verdammt. Ambison, haha. Mist. Doch ganz oben? Keine Ahnung. Oh Gott, ey. Bloß nicht vermeiern, das Ding, ey. Sonst ist was los. Bloß nicht vermeiern. Sonst sind wir dran. Da ist nichts drin. Super, klasse. Wer sperrt eine leere Schubladen ab? Komm, wir schauen nach ganz oben. Ah. Was da drin ist, da ist gar nichts hier. Der Weg war umsonst, Junge. Das war nichts, aber ich habe doch noch eine Tür gesehen. Da ist noch eine Tür. Mach hier mal zu, ich fühle mich da nicht gut, wenn die Tür offen steht. Wo geht's da hin? Oh. Ah, okay. Da kommen wir von außen hin. Na gut. Was denn? Achso, habe ich mir da wehgetan. Naja, schade, schade. Tja, ich fürchte, da kann ich jetzt nicht wirklich hin, ne? Ne? Also ich muss nachts wahrscheinlich wiederkommen. Ärgerlich. Wir hatten da die Tür schon wieder aufgemacht. Jetzt zieht's doch. Mach mal zu, ne? Und wir versuchen's. Ich bin zu blöd. Hier. Ah, da könnte jeder... Jeden Moment könnte jemand kommen, weißt? Sehr schwer, haha, sehr lustig, sehr schwer schaffe ich nicht. Sehr schwer, keine Chance, sehr schwer schaffe ich nicht. Da bin ich
Zu schlecht für sehr schwer. Puh, zumindest schaffen wir die schwer. Da ist nichts. Super. Das ist toll. Super klasse. Ja, klasse. Hier, Vorratskammer weißt. Ach, komm hier doch auf. Mist. Okay, das war nix. Hm. Netter Versuch. Da ist der Vogt. Hey, Vogt. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Razzi schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Razzi? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Sebastian? Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Eine Frechheit ist das. Na dann. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt, aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Naja, eine Prügelei, sehr gut. Kamen dir Gerüchte über Fremde in der Stadt zu Ohren? Leute, die sich seltsam benehmen? Nichts, was der Rede wert wäre. Sicher wird über den Müller geredet, dass Leute ihn dies und das tun haben sehen oder Leute ihn des Nachts besuchen würden. Aber er hat nie was getan. Er ist ein anständiger Kerl. Für einen Müller. Ich werde ihn fragen, ob er etwas gehört hat. Er wohnt auf der anderen Seite des Flusses, beim Sumpf. Aber mach dir keine Hoffnung. Ob er dir helfen kann, ist fraglich. Aha. Er kann uns helfen. Hab Dank, Vogt. Möge Gott über dich wachen. Ja. Also, wir müssen den Wirtshaus befragen. Genau. Wir müssen mit beiden Wirten sprechen. Mit dem Gerber, dem Müller, haben wir schon gefragt, aber gut. Den Thomas, also es ist viel zu tun. Und wir sollen diesen blinden Stoff klauen. Tja, wie spät ist es? 19 Uhr, okay. Dann würde ich vorschlagen... Ach Gott, hier ist ja wieder das Problem, dass man hier nicht übernachten kann, gell? Der mit seiner blöden Kneipe hier, der hat ja keine Möglichkeit zu übernachten. Der Pater Fabian, ja, servus. Der Dorfbewohner, Bürger, Spieler. Da ist der Wirt, der hat so eine komische Mütze auf. Genau. Guten Tag. Servus. Aber bei dir übernachten? Nee, kann man nicht. Immer noch nicht. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Und was verstehst du unter verdächtig? Hat sich jemand nach harten Kerlen umgesehen? Nach Söldnern oder wie? Ja. Da haben ein paar in der Ecke gesessen, zweimal die Woche. Und ein paar scheel ausschauende Gestalten sind dann hier ein und aus.
Ärger haben die mir aber keinen gemacht. Und was wurde aus ihnen? Weiß nicht. Kam irgendwann nicht mehr und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Dir kam nicht zufällig zu Ohren, wohin sie gingen. Wie denn? Sind einfach nicht mehr gekommen und Punkt. Aha. Und wo glaubst du, treffen sie sich jetzt? Was weiß ich? Bin ehrbarer Schankwirt, kein Klingenwedler. Vielleicht in einem anderen Wirtshaus oder bei Mondlicht in den Wäldern. Weiß der Teufel. Hm. Haben sie irgendein Erkennungsmerkmal? Unstillbaren Durst? Die saufen wie die Löcher. Außerdem sehen sie wie Raubeine aus, mit dichten Bärten und schmuddelig. Und sie bleiben meist unter sich. Das ist keine große Hilfe. Was haben sie getrieben, wenn sie zusammensaßen? Gesoffen. Und gewürfelt haben sie. Jawohl, hatten immer Würfel auf dem Tisch. Naja, wo wird hier denn gewürfelt? Sie hatten also Gefallen am Würfelspiel? Und wo könnte man hier spielen? Überall, wo es Schnaps und Würfel gibt. Obwohl, jetzt dämmert's mir, dass ich Simon nie mit denen gesehen habe. Eigenartig, er hat einen Riecher für besoffene Spieler, bei denen es was zu holen gibt. Simon wer? Der Müller. Ach, der junge Müller von der Katziker Mühle. Die Nachbarn sagen ihm dauernd Schwarzhandel nach, aber wer weiß. Vielleicht hat er nur eine Ader für gute Geschäfte. Okay. Du wüsstest nicht zufällig, wo ich hier unehrbares Volk finde? Was willst du von solchen Leuten? Man würde sich über dich das Maul zerreißen. Sie wissen Dinge, die die ehrbaren Städter nicht wissen. Da stimme ich dir zu. Also Henker haben wir keinen, nur einen Schinder. Komischer Kauz. Ein Schinder eben. Und es gehen seltsame Geschichten über den Müller Simon um. Aber ich glaube, das ist bloß Neid. Was kannst du mir über den Schinder sagen? Ehrbare Leute reden nicht über ihn. Murkst mit Kadavern rum. Ich hatte gehofft, etwas mehr zu erfahren. Was kümmert mich der? Er wohnt in einem Haus bei der Kirche. Das ist alles, was ich weiß und sagen werde. Ja, wir haben ihn auch schon getroffen, ne? Wegen des Dämonenschädels damals. Was kannst du mir über Simon sagen? Nicht viel. Ihm gehört die Katziker Mühle und in der Nacht sollen sich Langfinger bei ihm treffen. Aber gibt es nicht über jeden Müller solche Geschichten? Ich glaube nicht, dass er ein Sünder ist. Aber wer weiß. Sonst noch etwas? Er ist nicht immer bei der Mühle. Ist ein emsiger Kauz, hat immer ein Geschäft am Laufen. Und die Würfel haben es ihm angetan. Besonders wenn er einen fetten Beutel bei jemandem sieht, der zu viel gesoffen hat. Na dann. Danke für die Hilfe. Gern, aber warum die Eile? Bleib doch auf den Humpen oder einen Happen. Ja, von wegen. Tschüss. Die wilde Jagd ist aufgetaucht. Der Scharlatan, halt einfach die Backen. Der Florian. Das Königreich Gottes? Du bist nicht der Erste, der mir das Ende aller Tage weissagen will. Und wir sind immer noch hier. Du solltest die Omen wirklich ernster nehmen. Ich habe von dem Kometen gehört. Aber was ist die wilde Jagd? Oh, eine schlimme Sache. Ein Schwarm geisterhafter Reiter. Erschien am Himmel über. Ja, ja. Sowas. Wo ist denn Esther, Florian? Ne? Ist die zu Hause am Herd oder was? Sowas. So, pass auf, mein getreues Ross, komm her. Wir werden jetzt ein Zimmer beziehen, und zwar bei unserem Lieblingswirtshaus hier um die Ecke, wo wir schon mal genächtigt haben. So, halt hier jetzt links, genau. Und dann werden wir uns ein bisschen ausruhen und in der Nacht vielleicht nochmal vorbeischauen. Ne? So beim Schneider. So. Schön parken hier, genau, zack. Gell, hier kennst du dich ja aus. So schaut's nämlich aus. So, wo ist die hübsche Schankmaid? Da ist sie. Hallo? Schau mal, der liebe Gott hat hier eine Treppe geschaffen. Warum wanderst du hier durch die Botanik? Ich verstehe es nicht. Guten Tag. Ja. Ne, ich will hier schlafen. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Eine Nacht müsste reichen. Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Kriegst du... Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ja, das hoffe ich doch. So, und wir quatschen beim nächsten Mal, mein Freund. Ne? Alles Gute. Jo, tschüss. So machen wir das. Das mittlere Zimmer war unseres, gell? Jawohl. Das haben wir uns gemerkt. Dann legen wir uns gleich mal eine Runde pennen. Ich würde sagen, so bis 24 Uhr, gemütliche 5 Stunden schlafen, ein bisschen ausruhen, da sollte die Energie wieder nach oben gehen. Jawohl, sieht gut aus.
Ja, und dann sage ich an euch wie immer vielen Dank fürs Dabeisein bei Kingdom Come Deliverance. Heute mal wieder eine längere Folge, 40 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.